Ich weiß, ich mache mich gleich ziemlich unbeliebt, wenn ich euch sage, es tut mir leid, aber die Feiertage stehen vor der Tür. Wenn es euch so wie mir geht, fällt es mir persönlich immer schwer, sich zu überlegen, was wünsche ich mir eigentlich und vor allen Dingen, was schenke ich anderen Mäusen. Und deswegen dachte ich mir, zeige ich euch mal ein paar Produkte, die man mit gutem Wissen und Gewissen verschenken kann oder sich wünschen kann. Hey Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es gehört, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber mir fällt es wirklich unglaublich schwer, sich Dinge zu wünschen, weil ich einfach nie daran denke und auch nicht so den Überblick habe. Klar, ich sammle manchmal im Laufe des Jahres und dann fällt mir im, weiß ich nicht, Juni ein, eigentlich wünsche ich mir einen Topf von Le Creuset. Und wenn meine Mutter oder meine Oma mich dann, weiß ich nicht, im November fragt, habe ich schon wieder vergessen. Deswegen ist das Video, was ihr euch am besten abspeichern müsst und ganz, ganz frech einfach den Leuten schicken sollt, die euch etwas schenken wollen. Oder ihr schickt den Leuten das Video und sagt, sucht ihr was aus. Ich habe nämlich einen Rabattcode von Lookfantastic bekommen. Mit dem könnt ihr wie immer etwas Geld sparen. Und ich habe hier wirklich unglaublich viele Produkte. Denn in dieser Vorweihnachtszeit oder in der Zeit vor den Feiertagen gibt es immer viele besondere Sets, viele besondere Produkte zusammengestellt, die deutlich günstiger sind. Und heute ein paar Produkte. Einige trage ich auch schon in meinem Gesicht. Ich habe euch auch gezeigt, wie sie performen, denn das hat mich wirklich umgehauen. Und wir starten auch direkt mit dem ersten. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Euch kostet es nichts, mir bedeutet es die Welt und ihr habt günstige Produkte. Die Kiste ist voll. Die Kiste ist voll. Wir starten mit Skincare. Auch bei Skincare findet man bei Lookfantastic wirklich viele, viele verschiedene Sachen. Und ich habe mir so ein bisschen überlegt. Ich bin da rangegangen und dachte, okay, was wünsche ich mir vielleicht oder worüber würde ich mich freuen, weil ich weiß, dass da gute Produkte drin sind. Oft sind in so Geschenksets entweder Mini-Größen drin oder Produkte, die man vielleicht gar nicht so gerne mag. Aber hier sind nur Produkte, wo ich weiß, die werdet ihr lieben. Und zwar haben wir hier direkt dieses Set von The Ordinary. The Ordinary kennt ihr mittlerweile. Großartige, pflegende Produkte. Und es gibt hier dieses süße Peptid-Set. Es gibt sehr, sehr viele Geschenksets bei Lookfantastic. Nehmt euch mal eine halbe Stunde Zeit, klickt euch da durch, weil ihr werdet, aus jeder Kategorie findet ihr was. Das sind jetzt meine Favoriten. Wir haben hier dieses Peptid-Set mit Multipeptides und Hyaluronsäure, Multipeptides für die Augen und ein Lash- und Brow-Serum von The Ordinary. Großartig. Drei verschiedene Produkte, mit denen ihr wirklich, insgesamt steht es hier sogar drauf, 30% im Vergleich dazu spart, wenn ihr sie einzeln kauft. Ich finde, so ein Ordinary Set ist vielleicht auch was zum Wichteln auf der Arbeit, weil Ordinary natürlich auch nicht so teuer ist, trotzdem eine sehr, sehr gute Performance hat. Und ich kenne niemanden, der die Ordinary Produkte nicht mag. Ich finde auch, und das mache ich halt ganz gerne bei diesen Black Friday und Christmas Deals, wenn es Produkte gibt, die mich interessieren, wofür ich aber ein bisschen zu geizig bin, das Geld auszugeben, warte ich auf diese Zeit und bestelle dann Produkte, wie auch dieses Set hier. Denn wenn man sich vielleicht noch nicht so gut mit The Ordinary auskennt, sind diese Most Loved Sets in Kleingrößen immer ganz gut. Und auch hier sind drei verschiedene Produkte drin. Wir haben einmal die klassische Hyaluronsäure mit Vitamin B5. Wir haben die Koffein Solution, unglaublich gut für unter die Augen, wenn ihr morgens unter geschwollenen Augen leidet. Und die Niacinamide plus Zink 1% für unreine Haut. Das ist so ein Standard Ordinary Set. Das ist so die für, du weißt schon, was Skincare kann. Das musst du haben, um den Tag zu überstehen, so ungefähr. Großartig, Ordinary macht immer wirklich viel Spaß. Auch da gibt es viele verschiedene Sets. Das hier ist natürlich ein Kracher, ne? Wenn ihr wisst, jemand benutzt gerne Produkte von Clinique. Alter Schwede, das ist ein Set, das habe ich mir bestellt, weil ich die Produkte austesten wollte. Ich kenne zwar schon ein paar Produkte von Clinique, aber so diese klassische Skincare-Reihe kenne ich persönlich auch noch nicht. Und da habe ich mir das hier ausgesucht. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Produkte mit drin. Wir haben eine Gesichtsreinigung, wir haben ein Moisturizing Gel, wir haben eine... Was haben wir denn hier? Das ist fast der ganze Douglas hier. Und wirklich auch in Full-Size-Größen. Das finde ich total spannend, weil ich einfach die Produkte von Clinique, diese klassische Skincare, noch nicht kenne. Und ich gute Erfahrungen mit Clinique gemacht habe. Auch das hier schon. Was ist das hier? Ein Twice-A-Day-Exfoliator.
Ich habe einen großen Kopf, ne? Also hier hast du wirklich ein bisschen Auswahl und ganz viele verschiedene Produkte. Das ist halt so ein Ding, ne, was man sich selbst vielleicht mal kauft. Oder wenn man weiß, jemand liebt Skincare, Klinik, machst du nichts mit falsch. Finde ich ganz spannend. Ich hüpfe aber einmal ganz kurz zum Make-up, bevor wir hier noch ein Produkt für Skincare haben. Und zwar habe ich das gesehen. Und das wollte ich schon sehr, 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 sehr lange haben. Hat jetzt zwar nicht unbedingt was mit Gift-Sets zu tun, aber The Origins. Ich habe dieses Ding vor Jahren schon bei Mrs. Bella, bei Jolene, bei alle haben es benutzt und ich habe es nicht gekauft. Es gab es auch ganz oft nicht, aber jetzt habe ich es gekauft und ich habe es heute aufgetragen und ich muss sagen, ich verstehe den Hype. Das ist von Origins, die Ginseng SPF 40 Energy Boosting Tinted Moisturizer. Hat 50 ml drin, Packaging in diesem wunderschönen Orange und es hat so kleine... Es kommt eher so ein bisschen weißlich raus und dann platzen diese Pigmente auf und du hast eine wirklich recht hohe Deckkraft. Und die Farbe ist unglaublich. Ich habe ja neulich hier die von Erborian getestet. Die ist mir persönlich in dieser Farbe in Nude ein bisschen zu gräulich. Hier gar nicht. Aber die ist halt auch nicht so gelb. Und das habe ich oft bei Produkten, die so Tinted Moisturizer sind. Ne? Da siehst du immer ein bisschen aus wie ein Simpson. Ich habe dir heute mal auch mein Gesicht gegeben und muss sagen, ich mag sehr gerne. Hat einen schönen Glow. Es fühlt sich eher an wie Skincare, so dass ich schon fast darunter gar nichts gebraucht hätte, weil es einfach so reichhaltig im Gesicht ist. Aber nicht schwer. Es ist ganz spannende Textur und es sieht sehr natürlich aus. Es hat eine gute Deckkraft. Du kannst ein bisschen Spot-Concealer machen. Habe ich auch gleich was für euch. Das Allgemeinbild hat mir wirklich sehr, 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 sehr gut gefallen. Und da war ich eigentlich mal ganz froh, das zu kaufen. Mich gefreut. Textur einmalig, hat sich sehr, sehr gut mit dem Pinsel auch einblenden lassen. Das ist so ein bisschen aber mein persönliches Ding. Ne? Ich habe einen Bart und 98% von euch werden keinen Bart haben, deswegen betrifft es euch nicht, aber für mich ist das halt immer ein Ausschlagkriterium bei BB-Creams. Die meisten BB-Creams funktionieren am besten, wenn du sie mit den Händen verteilst. Das kann ich nicht machen. Wenn ich mein Make-up mit Händen auftragen würde, hätte ich alles im Bart und das sieht einfach, Fakten auf den Tisch, kacke aus. Deswegen muss ich das mit dem Pinsel auftragen. Viele BB-Creams funktionieren aber nicht so gut mit dem Pinsel, weil sie auf die Wärme der Finger, auf diese Reibung angewiesen sind. Hier gar kein Problem. Ich habe es ein bisschen in meiner Hand verteilt. Die Hand fühlt sich übrigens immer noch sehr, 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 sehr weich an. Und dann hast du einfach ein unglaublich schönes Gefühl auf der Haut gehabt. Ich habe eine neue Obsession, ne? Habe ich euch ja schon gesagt. Body Oils. Ich habe mich mittlerweile an den Seestern gewöhnt, aber seitdem ich mich täglich einöle, von oben bis unten. Ich bin wie so eine... Habt ihr schon mal Sardinen in Öl eingelegt gesehen? So sehe ich am Abend aus. Egal, was andere Leute denken, ich bin am Abend die Sardine in der kleinen Aludose. Und ich merke einen Unterschied bei meiner Haut. Die Haut spannt nicht mehr, die Haut juckt nicht mehr. Die Haut ist nicht so gereizt, es ist einfach weich. Die Haut ist weich und ich mag dieses Cremige nicht so gerne oder ich mag schon gerne mich einzucremen, aber mir dauert das meistens zu lange. Und da habe ich mir neulich in der Apotheke von Nux dieses Öl gekauft und jetzt habe ich das hier gefunden. Das ist das La Collection Prodigieux. Das ist ein Set mit verschiedenen Produkten und ich muss es jetzt mal ausprobieren, weil, kennt ihr Nux? Habt ihr Nux schon mal gerochen? Manchmal bin ich ein bisschen traurig, dass ich nur einen Körper habe am Tag oder nur einmal am Tag dusche und nicht zweimal am Tag. So, ich würde gerne mittags nochmal duschen, damit ich dann nochmal wonach anderes riechen kann. Ich bin die größte Duftmaus, die es gibt. Es gibt für mich nichts Schöneres als Parfums. Eigentlich müsste ich aufhören mit Beauty und nur noch über Parfums reden, weil ich Parfums liebe. So, und wir haben hier diesen Klopper. Das ist das Öl. Das geht fürs Gesicht, das geht für die Haare, das geht für den Körper, das geht für deinen Hund, das geht für deine Blumen. Was krass ist, aber das ist, also nee, das kann ich eigentlich gar nicht sagen. Neulich hatte ich hatte kein Gesichtsreinigungsöl mehr hier und ich dachte mir, okay, komm, du bist heute einfach mal bougie. Hab das Nuxöl genommen und würde ich euch nicht empfehlen, weil das ist absolut nicht kosteneffizient. Aber es ist schon krass. Ich habe das benutzt, 2 Sprüher in mein Gesicht, alles verrieben, es ist sofort geschmolzen, habe es abgenommen, mich gewaschen und die Haut war weich. Es ist sehr, sehr stark beduftet und das ist schon so fast, dass du sagst, das ist ein Parfum. Aber, und jetzt wird spannend, es gibt hier nämlich in diesem Set ein Parfum.
Schaut euch das bitte an. Und jetzt bin ich super gespannt, weil dieser Geruch, es ist der Geruch von Nuxe, der so krass ist. Das riecht einfach nach, du hast sehr viel Geld. Kennt ihr diesen Geruch? Wenn du so in der Innenstadt bist, ne, und weiß ich nicht, am Kudamm oder Maximilianstraße vorbeiläufst und da läuft eine Dame, Mitte 50, schöne Schuhe, schöne Tasche, tolle Frisur, vielleicht so ein kleines Tuch um den Hals und die riecht reich. Die riecht nach Geld. Und das ist Nuxe. Oh Gott im Himmel. Ja, okay. Hat sich schon gelohnt, dieses Set. Das riecht, das ist schwierig zu beschreiben. Du riechst so ein bisschen diese. Es riecht nach Geldschein. Nein, es riecht sehr floral. Der verfliegt aber und dann hast du so ein bisschen was Würziges. Großartig. Und jetzt diese Kombination. Das sage ich euch ja immer. Ne? Duschen mit einem Duft. Muss gar nicht unbedingt. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Also, ich würde mir niemals von einem Parfum das Duschgel kaufen. Für 80 Euro. Oder den Deo-Stick. Come on. Das ist so ein typisches Weihnachtsset-Ding. Ne? Aber selber kaufen würde ich das nicht. So, jetzt hast du hier aber die Dusche schon mit drin. Du hast das Body Oil. Und wenn du dieses Öl dich hier so ein bisschen an den Hals machst und dann das Parfum aufmachst, was exakt identisch riecht, du riechst einfach toll. Großartig, liebe ich sehr. Hat sich für mich gelohnt. Absoluter Favorit, dieses Body Oil. Da kommt Fenial nicht ran. Da kommt auch nicht, hier, wie heißen sie? Jean and Len mit ran. Bestes Body Oil. Es ist teurer, aber es riecht halt auch krass. Den ganzen Tag. Ne? Das ist schon fast wie ein Parfum. Dann ist ja auch noch was drin. Und zwar eine Kerze. Auch ganz süß. Ist halt so ein typisches Geschenkset. Die verschenke ich weiter, denn es ist hier absolutes Feuerverbot im Haus. Ich habe die größte Angst, seitdem wir dieses Haus haben, vor Feuer. Es gibt in diesem Haus keine Kerzen. Und wenn, dann steht der Feuerlöscher direkt daneben dran. Ich habe wirklich, es ist ganz, ganz komisch, seitdem ich hier bin, keine Kerzen. Früher habe ich immer so eine Duftkerze angemacht oder so, aber ich habe panische Angst vor Feuer. Großartiges Set. Also das ist schon, wenn, egal mit was ihr rausgeht, das ist ein Set, das würde ich mir wünschen. Jetzt habe ich es da, aber ich würde es mir trotzdem wieder wünschen, weil es einfach unglaublich teuer riecht. Apropos teuer riechen, das habe ich mir neulich schon bestellt. Das habt ihr neulich im letzten Video schon gesehen. Ich habe es nochmal bestellt, weil meine Mama hat sich das mitgenommen. Brazilian Bum Bum. Kennt ihr. Also, ich bin ehrlich, ich hatte mir auch neulich, also den Duft, den kennt ihr, ne? Großartiger Duft, lieben alle. Hier haben wir drei verschiedene Produkte. Wir haben einmal das Duschgel, das Parfum und die Creme. Auch hier wieder diese Dreierkombination. Das Parfum kenne ich, liebe ich sehr, habe ich im Sommer gerne genommen. Und dann hatte ich mir neulich das neue gekauft. Das hier, auch bei Lookfantastic. Und ich war ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht am Anfang, weil ich mit was anderem gerechnet habe. Aber jetzt ist es schon fast leer, weil ich es jeden Abend oder auch zwischendurch einfach mal benutze, weil das nicht so doll riecht. Es riecht sehr floral, diese Blume verfliegt aber schnell. Mein erster Eindruck von diesem Parfum war so, ist mir ein bisschen zu feminin. Liebe ich sehr, weil nach einer Stunde kommt dieses Würzige ein bisschen raus. Großartig, After Hours. So, jetzt gibt's das als Set, kann man gut verschenken. Und du hast halt gleich diese Tasche für den Weihnachtstrip mit dabei. Und auch hier, ne, das ist so ein... Ich kenne niemanden, der den Bum-Bum-Duft nicht mag. Ich habe noch was von Make-up. Da wollte ich euch sagen, wir haben noch ein bisschen was an Make-up. Und vor allen Dingen Natasha Denona, weil ich nur noch Natasha Denona bei Lookfantastic kaufe, weil ich da einfach mit meinem eigenen Rabattcode was sparen kann. So, die Concealer gibt es auch bei Lookfantastic. Kennt ihr mittlerweile, benutze ich sehr, 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 sehr oft. Aber ich habe zwei Paletten gekauft und eine trage ich hier auch schon. Und zwar ist das die Mini Starlet Palette. Ich dachte, also großartige Farben, vor allen Dingen hier, diese hier. Das ist so ein richtig schöner, fast wie so ein Duochrome-Topper, den man gut überall mit drauf tragen kann. Ich finde, dass diese Palette die anwenderfreundlichste ist von Natasha Denona. Bei Natasha ist es oft so, dass viele Paletten sehr, sehr so stark pigmentiert sind, dass du Schwierigkeiten hast, das zu benutzen. Aber allein von der Color Story ist die ja sehr, sehr neutral. Nicht zu warm, sondern es ist genau diese Kombination aus warm und kalt. Der Look hat vielleicht 3 Minuten gedauert. Ich habe alle Farben aus der Palette benutzt und habe einen wirklich schönen Look. Diese Mini-Paletten, ich sammle Natasha Denona-Paletten ganz klar. Die Mini-Paletten sind aber wirklich genial, weil du da einfach kannst sie mal schnell mitnehmen. Du hast viel Möglichkeiten, weil die Farbzusammenstellung immer sehr spektakulär sind. Die blaue hat mich tatsächlich dieses Jahr wirklich irgendwie gar nicht interessiert. Wahrscheinlich kaufe ich mir trotzdem nochmal, weil ich sie einfach sammle. Aber Mini Starlet, also wenn ihr noch nie eine Natasha Denona Palette hattet, ist das ein guter Start, weil sie halt sehr einfach zu benutzen ist, weil sie nicht so
Die sind nicht zu dunkel, du hast nicht so Probleme beim Verblenden. Ich habe aber noch eine geholt, weil es klar war. Also wenn ihr Fragen zu Natasha Denona habt oder euch für Natasha Denona interessiert, schaut bei Jennys Highlights vorbei. Die hat wirklich alles schon 4 Wochen vorher immer und großartige Looks. Ist schon ein Kracher, ne? Also die ist schon intensiv. Das ist die Smoky Eye Palette. Die gibt mir so ein bisschen 2000er Vibes. So einen silbernen Lidschatten. Ich habe sie jetzt mal mitgenommen, weil sie natürlich schon krass ist. Du hast gar nicht so viele matte Shades mit dabei. 1, 2, 3, 4 und dann so ein paar, die so semi-matt sind. Sehr, sehr dunkel, vor allen Dingen viele Schimmertöne. Ist halt was Modernes, ne? Silber geht immer, ansonsten wisst ihr, die eine, die Nude Palette oder die Glam Palette sind meine absoluten Favorite Paletten. Packaging ist aber auch schön, ne? Du hast so ein paar kleine Glitzerpartikel mit drin. Natasha Denona, kannst du nichts mit falsch machen. Ist natürlich ein bisschen kostenintensiver, aber ihr könnt ja den Leuten, von denen ihr euch das wünscht, oder wenn ihr euch, manchmal kann man sich auch Wünsche selber erfüllen, selbstständig den Code benutzen. Das ist die Xenon-Palette. Ist was anderes, sehr speziell, aber muss halt einfach in die Sammlung mit dazu. Und ich habe einen Blush genommen, beziehungsweise auch einen Bronzer. Und die wollte ich euch nochmal zeigen. Die hatte ich euch schon mal gezeigt. Einmal von NARS, der Behave Afterglow Liquid Blush. Sehr, 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 sehr leichte Textur. Super wässrig. Kann man sehr gut aufbauen. Einfach so ein bisschen auf den Handrücken oder so wie ich jetzt eben direkt ins Gesicht. Und dann mit einem synthetischen Pinsel auftragen. Auch wenn ihr vielleicht nicht so die Foundation-Mäuse seid. Beide Produkte, die ich euch gleich zeige, ebenso wie der Concealer, sind sehr gut zu benutzen, wenn man vielleicht schon reifere Haut hat. Weil sie auf Wasserbasis sind, weil sie sehr, sehr leicht sind und nicht so in Pigment ertrinken. Das ist oft das Problem bei Foundations. Deswegen, ich verstehe, dass viele Mäuse vielleicht schon über 40, 50, 60 sind. Haben wir hier auch einige in der Community, von denen ich das Feedback bekomme, dass sie keine Foundations wollen. Und das ist fein. Umso wichtiger ist es dann aber, dass man das Gesicht so ein bisschen, vielleicht ein bisschen wieder frischer kriegt. Und da sind so Farben und Produkte wie der NARS After Hour Blush sehr, sehr gut, weil sie sehr leicht sind, die Haut nicht beschweren. Ich habe einen Bronzer, auch den habe ich euch schon mal gezeigt. Spannend, spannend, spannend. Ilamasqua, auch hier super einfach zu benutzen als Lidschatten. Wir haben 3 bzw. 2 verschiedene Farben. Wir haben 2 Bronzer, die so einen leichten Schimmer mit drin haben, aber nicht glitzerig. Also du siehst diesen Schimmer nicht mehr auf der Haut. Und durch diesen blauen Streifen in der Mitte ist der Bronzer nicht zu warm. Der hat schon Bums, der blaue Streifen, ne? Aber du siehst ihn natürlich nicht. Den kannst du übrigens auch sehr, sehr gut als Lidschatten benutzen. Hast aber eine tolle Kombination. Und durch das Verbinden von diesem etwas wärmeren Bronzer durch das Blau in der Mitte wirkt das sehr harmonisch. Und du kannst das sehr individuell benutzen. Das hält ewig, ne? Also den kriegst du kaum leer. Hier sind 8,5 Gramm mit drin, aber trotzdem sehr gut pigmentiert ist. Und zu guter Letzt habe ich auch das sehr eigen inspiriert Way. Also, ich habe mich jetzt entschieden, aber nicht mehr für dieses Jahr. Fakten auf den Tisch. Wir kennen alle meine Hairline und wir wissen alle, dass es seitdem ich das C hatte, deutlich, deutlich schlimmer geworden ist und auch nicht mehr aufhört. So, kommen natürlich viele Punkte zusammen. Ich bin über 25 und mein Körper stößt die Haare mittlerweile ab durch die Erkrankung. So, und da ist ja nicht mehr viel zu tun, außer nach Istanbul zu fliegen. Ich habe mich auch entschieden, ich mache das auch im nächsten Jahr, nicht mehr vor der Hochzeit, aber im nächsten Jahr, vielleicht Herbst, Winter nächsten Jahres. So, bis dahin will ich aber das, was da ist, auch gut pflegen. Und es gibt eine Haarbrand, die für mich wirklich ihr Geld wert ist, und das ist Way. Ich hatte das vor Jahren mal gekauft, vor 3 Jahren, glaube ich, das erste Mal, und ihr erinnert euch vielleicht an ein Aufgebraucht-Video. Diese Detoxing Face Hairmaske hat 2,5 Jahre gehalten. Ich musste sie dann wegmachen, weil sie einfach dann irgendwann umgekippt ist. Aber du kriegst das Ding nicht leer. Genauso wie diese Produkte. Das Wave Spray ist unglaublich. Einfach um so ein bisschen Grip reinzubekommen. Ich habe ja dann den Dyson, kann ein bisschen Volumen mit reingeben mit diesem Wave Spray. Es gibt den Leave-In Conditioner. Der ist sehr, sehr gut. Den benutzt meine Mama total gerne, weil sie natürlich unten, sie hat blonde Haare. Und unten wird es dann natürlich immer sehr schnell etwas trockener. Da funktioniert der sehr gut. Und das Detoxing Shampoo, das kannte ich noch nicht. Ich hatte das für dünnes Haar, was sehr, sehr gut war und Ewigkeiten gehalten hat. 3 Produkte, großartig, um die Marke mal kennenzulernen. Nicht nur, um sie zu verschenken, sondern auch für sich. Und das ist so ein bisschen der Anspruch, den ich hatte, Produkte hier mit reinzunehmen, die man vielleicht selber noch gar nicht kennt, die man aber gerne kennenlernen
möchte. Da bin ich sehr gespannt, welche Produkte ihr bei Lookfantastic findet. Denkt an den Rabattcode. Sucht euch Produkte aus. Schickt der Maus, von der ihr euch irgendetwas wünscht, den Code und den Link und dann könnt ihr euch das gleich bestellen. Denn da kann man wirklich jetzt wirklich ein paar Schnapperchen machen und einfach auch viele Produkte kennenlernen. Ich bin happy über alle Produkte, weil ich einfach weiß, damit tue ich, ich behalte natürlich jetzt nicht alles. Das Einzige, was ich behalte, ist das NYX Parfum und das hier und die Natasha Denona Produkte. Alle anderen Sets, die verschenke ich auch an euch. Ich bin gespannt, was ihr findet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schaut bei Lookfantastic vorbei. Es wird sich wirklich lohnen. Und ja, hat mir sehr viel Freude gemacht, ihr süßen Mäuse. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt von eurer kleinen Marienplatz, Maximilianstraßen, Maxi Maus, Maxim. Tschüss.